mal wieder richtig Sommer. Ein Sommer, wie er früher einmal war. Ja, mit Sonnenschein von Juni bis September. Und nicht so nass und so sibirisch wie im letzten Jahr. Ja, wir haben jetzt für Sie alles für den Sommer und ich glaube, wir brauchen uns da gar keine Gedanken darüber machen, wann es endlich mal wieder Sommer wird. Der Sommer ist da, auch wenn kalendarisch noch gar kein Sommeranfang ist, der ist da und wir schwitzen und jammern und leiden. Und das ist jedes Jahr das Gleiche. Erst freuen wir uns und dann geht das große Gejammer los. Mensch, ist doch schade, wir sitzen zu Hause, wir sind gesund, wir wollen doch den Sommer genießen. Und wie das geht, das verrät uns Carsten. Ja, ganz genau. Und da haben wir ein paar richtig schöne Ideen für Sie im Programm, liebe Zuschauer. Und wir beginnen natürlich jetzt gleich mit einer sehr interessanten Auflage. Denn gerade wenn man ins Bett geht, abends, kennen Sie das, tagsüber ist es schlimm genug, ja, aber da hat man vielleicht noch irgendwie eine Möglichkeit, sich abzulenken. Sobald man abends im Bett liegt, fängt die Schwitzerei an. Da haben wir tatsächlich ein paar tolle Möglichkeiten, wie Sie auch mal 2-3 Grad runterkühlen können, ganz einfach nur mit einer tollen Matratzenauflage. Aber das Thema starke Hitze ist tatsächlich auch von der Presse aufgegriffen worden, oder? Genau, nämlich die Bild hat über die Monsterhitze berichtet und die rollt auf Deutschland zu. Schauen Sie mal, das kann ja heiß werden. Nach dem viel zu kalten Frühjahr dreht der Sommer jetzt richtig auf. Auf Deutschland rollt eine heftige Monsterhitzewelle zu. Sahara-Temperaturen pur. Stellenweise kann sogar die 40-Grad-Grenze geknackt werden, vor allem im Osten Deutschlands. Außerdem nimmt die Zahl der Tropennächte schnell zu. Uiuiui, das klingt ja gar nicht toll. Also Monsterhitze, das ließe sich noch gefallen, wenn wir irgendwo im Urlaub sind und ins Meer hüpfen können. Aber wenn wir zu Hause sind und arbeiten und essen möchten, da braucht man natürlich solche tollen, nützlichen Helfer. Ja, und das sind so kleine Gimmicks, die einem das Leben mitunter leichter machen können. You wanna try one? Müsst ihr eins versuchen? Ja? Das sind nämlich unsere Kopfkissen-Einlagen, unsere Kopfkissen-Auflagen, liebe Zuschauer. Und die sind also aus so einem Polyester-Material gemacht. Aber das, was eigentlich interessant ist an diesem Gerät oder an dieser Auflage, befindet sich im inneren Teil. Hier ist nämlich so eine Gelfüllung mit drin. Und diese Gelfüllung sorgt ganz einfach dafür, dass Sie hier bis zu 2 Stunden eine angenehme Temperatur rund um den Kopf haben. Man hat das jetzt hier mal sehr schön im Bild. Du kannst sie natürlich direkt drauflegen, wenn du das möchtest. Ich persönlich fände es wahrscheinlich auch ein Stück charmanter und auch etwas gemütlicher, wenn ich es ganz einfach in den Kopfkissenbezug reinlege, quasi zwischen Kopfkissen und Kopfkissenbezug. Und noch ein ganz besonderer Tipp, legen Sie diese Kopfkissenauflage doch einfach vorher mal ein paar Stündchen in den Kühlschrank. Was im ersten Moment ein wenig absurd klingt, war vor ein paar Jahren völlig normal. Ich glaube, du kannst dich noch an die Werbung erinnern mit diesem Modeltypen, der die Jeans aus dem Kühlschrank holte im Sommer. Ehrlich gesagt nicht. Nein, echt nicht? Okay, also ich kann mich da noch sehr genau dran erinnern. Mittlerweile macht man das mit solchen Kopfkissenauflagen. Das ist eine richtig angenehme Geschichte. Man weiß mittlerweile, dass nicht rund 40-50% der Körperwärme über den Kopf abgegeben werden. Es sind ungefähr 10%, aber ganz ehrlich, das interessiert Sie in Feuchten. Wenn Sie abends im Bett liegen und tatsächlich schon klatschnass geschwitzt sind, das Kopfkissen nass ist, versuchen Sie einfach mal so eine Auflage, legen Sie die vorher mal ein paar Stunden in den Kühlschrank, packen Sie die ins Kopfkissen hinein und Sie werden tatsächlich eine angenehme Kühlung erfahren. Gerade um den Kopf rum eine ganz tolle Geschichte. 30 x 40 cm groß, passt in jedes Kopfkissen rein. Und für 6,64 Euro, Mensch, das ist ja sogar das Zweierset. Das ist ja, da wäre man ja verrückt, wenn man nicht zugreift, oder? Für den Partner, für die Partnerin, das ist natürlich toll. NX80 35560 für das Einer-Set. Und ich höre gerade, wir kommen jetzt gleich zum Zweier-Set. Aber selbst für eins ist ja 6,64 Euro ein Hammerpreis, oder? Also das ist natürlich genial. Greifen Sie jetzt zu und dann kann der Sommer kommen. Und gerade, ich merke das ja auch, dass man dann so im Nackenbereich schwitzt. Gerade Frauen mit langen Haaren. Na, da ist es wichtig, wenn man einen kühlen Kopf bewahrt. Und noch besser als ein Stück ist natürlich das Zweier-Set. Ja, also wenn du einen Partner hast und du liegst ja ganz entspannt im Bett und hast auf einmal denkst, ach Schatz, ich bin richtig ein bisschen frisch um den Kopf rum. Mm-hmm. Und dein Partner sitzt da oder liegt da neben dir. Liegst du mit deinem Papa im Bett? Dein Partner liegt da und dem läuft schon der Schweiß so langsam, aber sicher die Stirn runter. Ja? Dann macht es tatsächlich Sinn, wenn Sie jetzt heute und hier ganz einfach zum Zweier-Set greifen, liebe Zuschauer. Ich glaube, preislich ist das durchaus attraktiv. Wir sind bei 12 Euro und ein paar gequetschte. Und jetzt sind wir noch mal ganz ehrlich, wenn es richtig heiß ist draußen und die tropischen Nächte kommen, 20 Grad plus, Sie haben vielleicht auch mal ein Thermometer reingehalten, 22, 23, 24 Grad,
Grad. Sie liegen im Bett und wissen gar nicht mehr, was sie sonst noch von sich wegstrampeln sollen. Da ist so eine kühlende Kissenauflage genau das, was sie in dem Moment gebrauchen können. Wohl dem daran gedacht hat, die vielleicht rechtzeitig ganz einfach mal in den Kühlschrank zu legen. Halten ungefähr 2 Stunden Kühlleistung. Das reicht meines Erachtens aus, um wohlig in den Schlaf zu kommen. Vielleicht stellst du noch einen Luftkühler mit dazu, direkt aufs Bett. Aber da haben wir gleich noch ein paar tolle Modelle. Und alles, was tatsächlich Kühlung bringt, in diesen wirklich strammen Nächten, ja, in diesen Nächten, wo man nicht schlafen kann, wo man völlig groggy am nächsten Morgen wach wird, ist mir in so einem Moment recht. Und wenn ich jetzt hier für 12 Euro ein paar gequetschte so ein Zweier-Set mit so einer kühlenden Kissenauflage bekommen kann, greife ich doch dazu. Ja, auf jeden Fall 12,34 Euro für das Zweier-Set. Die Bestellnummer ist die NC7692 und die 569. Und es sind jetzt schon richtig heiße Nächte und man weiß schon gar nicht mehr, wo man sich noch hin verkriechen soll. Und da ist natürlich sowas Gold wert. Damit der Kopf schön gekühlt ist, kann man ja auch zweckentfremden. Zum Beispiel, wenn man mal Kopfschmerzen hat, ne? Da ist das natürlich toll. Da sind alle glücklich, Partner und Partnerinnen. Auch für die Kinder kann man das nutzen. Und es ist ja immer wieder verwendbar, ne? Es ist ja das Tolle. Einfach ab ins Kühlfach und dann geht es los. Und der erholsame Schlaf ist so wichtig. Das ist ganz wichtig, dass wir in diese Tiefschlafphase kommen. Vor allen Dingen jetzt gerade in diesen heißen Nächten ist das gar nicht so leicht. Und wenn man dann so kleine Helferlein hat, ist es doch umso besser. Und damit nicht nur der Kopf gekühlt ist, sondern auch der gesamte Körper, hast du uns noch was mitgebracht. Ja, und da gibt es natürlich nicht nur für den Kopfkissen, das gibt es auch für den kompletten Körper, liebe Zuschauer. Jetzt überlege ich, wie ich Ihnen das zeigen soll, weil das entsprechend groß ist. Ich muss mal gucken, was haben wir für Maße. Auf jeden Fall für ein klassisches 90er Bett. Die sind hier bei 90 x 90 cm. Dankeschön, Ladies. Ja, und da haben wir das. Kannst du entsprechend auch ganz einfach direkt auf das bezogene Bett, also auf die bezogene Matratze legen. Ich persönlich würde Ihnen empfehlen, vielleicht auch dieses Teil hier. Sie haben gesehen, wie leicht man es zusammenklappen kann. Ich verschwinde hinter dem Teil, stehen wir mal auf. Ja, so. Vielleicht auch vorher ganz einfach mal zusammengeklappt in den Kühlschrank legen. Ist das gleiche Prinzip, was wir gerade also auch schon hatten. Das heißt, auch hier ist so ein Kunststoffmaterial, das Obermaterial, fühlt sich sehr weich an. Und innen drin ist dann dieses Gel, was eben diese Wärme, wenn sie drauf liegen, vom Körper ableitet. Aber dann eben auch diese kühle Temperatur annimmt. Ich glaube, Kristen, you like it, huh? Is it cooling down? Ja? Sie sagt, es fühlt sich so gut an, aber es sieht ein bisschen aus, als wäre Kristen zusammengebrochen. Aber ihr geht es natürlich gut, keine Sorge, liebe Zuschauer. Aber das kennt man ja, dass man sich dann wirklich, dass man das Gefühl hat, man bleibt mit dem Körper an der Matratze kleben, ne? Und so fühlt sich das dann an. Und man merkt es, glaube ich, dass es Kristen sehr gut gefällt. Das ist natürlich eine Wohltat. Ich finde das, was Kristen da gerade macht, gar nicht so abwegig. Kennst du das, wenn du so bei weiß ich nicht, gefühlt 35 Grad dann am Abend im Bett liegst? Ich habe mich auch schon im Badezimmer auf die kühlen Fliesen gelegt. Aus lauter Verzweiflung heraus. Sie werden es vielleicht auch kennen. Wenn es richtig heiß ist, es wird 1 Uhr nachts, es wird 2 Uhr nachts, es kühlt einfach nicht runter, man wird schon so richtig aggressiv. Man muss am nächsten Morgen früh raus oder sonst was und zählt schon die Stunden rückwärts. Sie sind froh um jede Erfrischung, jede Kühlung, die Sie bekommen können. Ja. Ich bin der Meinung, so eine schöne Auflage fürs Kissen und natürlich auch für den ganzen Körper, dann vielleicht auch noch in Kombination mit so einem Luftkühler, dann können die tropischen Nächte kommen, dann macht uns das eigentlich gar nichts mehr aus. Das stimmt. Also, dass man ihn auf den Fliesen legen, da will ich eine ganz kurze Geschichte erzählen. Letztes Jahr im Sommer, da war ich mit meinem Papa noch mal spazieren und wir haben durchs Fenster gesehen, wie jemand mit dem Gesicht auf dem Boden lag und wir wollten natürlich sofort den Notarzt rufen, weil wir dachten, der ist zusammengebrochen. Dann haben wir da geklingelt, natürlich, bevor wir den Notarzt gerufen haben. Da hat er gesagt, oh, ich habe mich einfach nur auf den Fliesen kühlen wollen. Da war natürlich auch 40 Grad, aber das ist natürlich, also da erschrickt man ja erstmal. Ne? Ja, aber ich sage ja, in dem Moment, wo es also wirklich richtig heiß ist, muss man ganz klar sagen, liebe Zuschauer, man nimmt da wirklich alles in Kauf. Man geht auch nachts um 3 Uhr eiskalt duschen und pfeift auf das, was die Nachbarn sagen. Also in der Kombination sensationell. Die haben wir es einmal als einzelne Variante. Wir zeigen es noch gleich nochmal im Zweier-Set. Wir sehen, wie es gemacht wird. Entweder direkt auf das bezogene Bett, also aufs Laken drauflegen, ist auch eine angenehme Geschichte, oder eben das Laken einfach drüber. Können Sie machen, können Sie halten wie ein Dachdecker so ungefähr. Ja, aber Hauptsache, Sie haben die kühle Auflage drauf. Ist eine ganz tolle Geschichte, kann man zusammenfalten, passt in jeden Kühlschrank rein. Ein kleines Fleckchen werden Sie noch finden. Und wenn man dann nochmal so 1 oder 2 Grad Temperaturunterschied hat, man ist ja dankbar um jede Kleinigkeit. Und genau das haben Sie hier. Ja, das Zweierset haben wir jetzt auch für Sie. Das macht natürlich Sinn. Und gerade jetzt im Zweierset spart man ja nochmal viel Geld für 54,14 Euro für den Partner, für die Partnerin, weil das ist ja momentan wirklich unerträglich. Und man ist ja am Verzweifeln, wenn du nicht zum Schlafen kommst. Das ist ganz, ganz schlimm, ne? Ja.
Das ist halt nicht nur für uns Erwachsene absolutes Grauen. Ich denke mal auch gerade vielleicht auch an ältere Menschen, die mitunter wirklich auch Kreislaufprobleme bekommen. Das kann also wirklich schon richtig ans Eingemachte gehen. Und das habe ich leider im Bekannten- und Freundeskreis häufiger schon gehört und auch selber schon erlebt, liebe Zuschauer. Denken Sie an die Kinder, auch die Jugendlichen, die müssen auch am nächsten Tag wieder in die Schule, die müssen vielleicht auch zur Ausbildung und so weiter. Und auch die schlafen nicht wirklich, wälzen sich genauso wie die Erwachsenen auch im Bett rum und wissen gar nicht mehr, wie sie sich überhaupt noch drehen sollen. Da sind solche Auflagen natürlich sensationell. Und ich glaube, für diesen Preis, also schlanke knapp 55 Euro sind wir ungefähr hier im Preisgefüge, sollte man sich das wirklich mal überlegen. Nochmal, die sind so schon angenehm kühl. Ja? Ich merke das schon. Ja, das ist schon faszinierend, kalt, oder? Ja. Ist ein schönes System. Direkt aus dem Kühlschrank genommen, das ist sensationell. Schauen Sie mal, ein Kühlschrank hat eine moderate Temperatur von ungefähr 8 Grad. Das ist nicht schlimm. Also es leitet ganz einfach nur die Temperatur vom Körper quasi weg, sodass man hier vielleicht dann doch nochmal so ein wenig durchatmen kann. Ich behaupte, dass hier 99 von 100 Menschen deutlich besser mit in den Schlaf kommen, als ohne eine solche Auflage. Lieber eine haben und keine brauchen, als eine brauchen und keine haben, oder? Wobei, ich glaube, dieses Jahr werden wir die alle brauchen. Also ja, das glaube ich auch. Das ist gar keine Frage, ob wir die brauchen oder nicht. Also selbst ich, die eigentlich nie schwitze, ich komme auch schon ganz schön ins Schwitzen. Also gerade so die Nächte, da ist das natürlich toll. Greifen Sie jetzt zu, das Zweier-Set, das macht natürlich auf Dauer gesehen mehr Sinn. Und jeder schwitzt, jeder leidet, ob sie Kinder sind. Selbst die Haustiere, unser Hund, der macht jetzt immer gefühlt so einen Bauchklatscher, weil auch der sich natürlich auf den Fliesen abkühlen möchte. So gewinnt also, mal länger, oder? Ja, das ist wirklich so. Das tut einem ja auch so leid. Und gerade auch für die Kinder, wenn die dann sich hin und her wälzen. Aber auch wir Erwachsenen, wir brauchen den wertvollen Schlaf. Und den kriegen Sie mit der Bestellnummer ZX1897 oder 569. Ja, Sie merken auch schon, auch die Hitze macht mich hier... Aber es stimmt wirklich, man merkt diese Temperaturen. Also je länger der Tag dauert, desto fahriger wird man. Das ist mitunter tatsächlich ein kleines Schlafdefizit. Das sind die Temperaturen, liebe Zuschauer. Da kommt vieles zusammen, aber das müssen wir Ihnen nicht erzählen. Sie kennen die Problematik natürlich auch. Komm, wir holen ihn ganz einfach mal nach vorne. Ja. Und jetzt werden wir uns mal mit einer Thematik beschäftigen, die Sie sicherlich schon hier und da mal bei Pearl TV gesehen haben. Kristen, if you want, come closer. Ja? Komm ruhig ein bisschen näher ran. Wir reden von Verdunstungsluftkühlern, liebe Zuschauer. Wir haben drei fantastische Modelle für Sie im Programm, die wir Ihnen jetzt in aller Ruhe vorstellen möchten. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Gerät. Das ist eine Neuheit bei uns im Programm. Ein Verdunstungsluftkühler, der mit einer Walzentechnologie ausgestattet ist. Ganz kurz vielleicht noch mal ein paar Worte zum Thema Verdunstungsluftkühler im Allgemeinen. Verdunstungsluftkühlung ist ungefähr so, als wenn man eine angenehme, kühle Meeresbrise abbekommt. Ich glaube, das kennt jeder, der schon mal im Urlaub war, der am Strand entlang gelaufen ist, der schon mal auf einem Schiff gewesen ist, wie auch immer. Wenn so eine angenehme Brise vom Meer kommt, hat man gleich das Gefühl, man wird erfrischt. Ja. Ja? Und genau dieses Gefühl erzeugen wir mit den Verdunstungsluftkühlern. Hier wird Wasser verdunstet. Das heißt, hier wird Wasser aus einem Tank über eine Wabenstruktur geleitet. Und dort wird das Wasser verdunstet. Das heißt, wechselt den Aggregatzustand von flüssig auf gasförmig. Sobald das passiert, wird der Umgebung Energie, in dem Fall sogar Wärme, entzogen. Und das, was vorne an Luft wieder abgegeben wird, ist um ein paar Grad heruntergekühlt. Das ist immer in Abhängigkeit von der Raumtemperatur. Wir reden von einem Temperaturunterschied, so alles so um die 4-5 Grad Celsius. Ist ein persönliches Empfinden, deswegen nageln Sie mich bitte auf 1-2 Grad Celsius nicht fest. Und genau das ist diese angenehme, kühle Brise, die wir haben wollen. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Ventilatoren, die wälzen eine warme Luft eigentlich nur noch im Raum rum. Klimaanlagen, großartig, ja, kosten aber leider ein kleines Vermögen, wenn man sie im Unterhalt mal betrachtet. Mit 2.500 Watt oder mehr werden Sie es tatsächlich am Ende einer Sommerperiode auf der Stromrechnung merken. Diese Gerätschaften sind sensationell. Die können Sie sich direkt auf den Körper halten. Es gibt keinen Abschlupfschlauch und gar nichts. Und diese gekühlte Luft, diese frische Meeresbrise, die Sie abbekommen, ist genau die Erfrischung, auf die Sie wahrscheinlich gewartet haben, wenn jetzt diese stramme Hitze einsetzt. Und Temperaturen von bis zu 40 Grad sind großartig. Bin ich im Urlaub auf der Liege und freue mich aufs Abendessen, was mir irgendjemand anders macht, bin ich aber zu Hause. Im schlimmsten Fall tatsächlich noch im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer und muss gucken, dass ich einigermaßen fit bleibe, ist das eine blanke Katastrophe. Hier ist es eine tolle Möglichkeit. Wir haben jetzt hier mit einem leistungsstarken Gerät mit 100 Watt, wenig Verbrauch, aber eine richtig angenehme Kühlleistung. Was mir eben so angenehm auffällt, ist der flüsterleise Betrieb. Wir sind jetzt auf einer vollen Leistungsstufe, aber durch diese Walzentechnologie ist er natürlich sehr leise und somit auch perfekt für den Schlafzimmerbetrieb. Ne? Also gerade wenn man dann nachts nicht schlafen kann, ist es natürlich ideal dafür. Ja, also ich habe jetzt mal die höchste Stufe gemacht und ich stehe jetzt direkt mit meinem Mikrofon, habe ich Sie ein bisschen mit überrascht, glaube ich gerade. Ich stehe jetzt mit meinem Mikrofon direkt oben drüber.
Und es ist so, liebe Zuschauer, eine Klimaanlage, Sie kennen das. Je älter die Dinger werden, desto mehr fangen die an zu rappeln. Ich habe schon in einem Hotelzimmer gelegen, bei, weiß ich nicht, 35 Grad gefühlt. Das Ding hat gerappelt, ich musste es ausmachen, da kannst du nicht mehr wirklich atmen. Das stimmt, ja. Diese Walzentechnologie sorgt ganz einfach dafür, dass sie kühle Erfrischung bekommen, dass sie sich diesen kühlen Luftstrom direkt auf den Körper halten können, so wie uns Kristen das gerade zeigt. Ja? Weht sogar ein bisschen die Haare durcheinander bei voller Kraft, wenn man direkt davor sitzt. Ja? Und es ist angenehm. Wenn Sie das nicht die ganze Nacht laufen lassen wollen, auch wenn Sie es lieben werden, ich kann es Ihnen schon fast versprechen, schalten Sie den Timer mit ein. Sie können in den 30-Minuten-Schritten jederzeit so timen, dass Sie sagen, komm, eine Stunde oder zwei, bis ich eingeschlafen bin, bis ich in den wohligen Träumen bin. Und dann kann das Gerät auch wieder abschalten, wenn Sie möchten. Toll finde ich die Tatsache, dass hier also nicht nur gekühlte Luft herauskommt, moderat gekühlte Luft in einem moderaten Temperaturunterschied. Ich habe Luftkühler seit vielen Jahren, auch bei mir zu Hause. Ich habe mir noch nie eine Erkältung eingefangen. Bei Klimaanlagen sah die Welt häufig anders aus. Hier haben wir tatsächlich auch noch einen Luftreiniger mit dabei, einen Ionisator. Und der sorgt dafür, dass Pollen, für die Allergiker ein ganz entscheidender Faktor, ja, oder auch Staub und dergleichen, aus der Luft herausgefiltert werden. Auch Viren, Bakterien, Milben, Pilze, alles das, was du definitiv nicht in der Raumluft haben möchtest, wird hier ganz einfach über den Ionisator herausgenommen. Und ein Ionisator kann sogar unangenehme Gerüche in seine Moleküle aufspalten und schon empfinden wir unangenehme Gerüche nicht mehr als unangenehm. Ja. Also ein wirklicher Alleskönner für einen wirklich erträglichen Satz liefern wir auch noch Porto- und Versandkostenfrei. Und das Schöne ist, noch können wir liefern. Das wird sich in den nächsten Tagen ändern, wenn das stimmt, was die Bild-Zeitung da schreibt, mit bis zu 40 Grad. Da steht uns noch einiges bevor. Die Tage werden grauenvoll, die Nächte werden noch schlimmer. Ja, also bereiten Sie sich vor, genau. Weil es war ja so, im letzten Jahr waren die ja rucki-zucki ausverkauft. Und der hier ist ja brandneu, das heißt noch verfügbar. Mhm. Und das ist unser leisestes Modell im Sortiment, kommt versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Ja. Und durch den Ionisator ist es natürlich auch ein fantastisches Ganzjahresgerät. Ja, egal ob Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, jetzt ist ja momentan auch die Pollenzeit und da kann man den auch gut einsetzen, weil hier eben nicht nur Gerüche eliminiert werden, sondern auch Hausstaub, Milben, Pollen. Und das ist eben das Schöne. Sie profitieren jetzt nicht nur vom fantastischen TV-Sonderpreis, sondern auch von der Verfügbarkeit. Sie werden ihn lieben, Sie werden ihn jeden Tag nutzen, egal ob tagsüber oder nachts. Man kann ihn auch den ganzen Tag laufen lassen. Ja, der verbraucht wirklich sehr, sehr wenig Strom. Ganz anders als eine Klimaanlage. Und Sie können ihn überall hinstellen, egal ob Balkon, Terrasse, egal wo. Ja, man schwitzt endlich nicht mehr, sondern man genießt den Sommer in vollen Zügen. Greifen Sie jetzt zu. Unser neues Modell, unser Verdunstungsluftkühler mit der Walzentechnologie, hat die Bestellnummer ZX7034 und die 569. Sie werden ihn lieben, versprochen. Und dann auch in Kombination mit unserer Matratzenauflage oder vielleicht auch mit unserem zweiten Verdunstungsluftkühler. Ja, der hat jetzt auch eine tolle neue Technologie. Sie sehen, die sind hier alle rollbar, also ohne Probleme dann auch von einem anderen Zimmer zu transportieren. Und der hat jetzt das Peltier-Element eingebaut, ne? Ja, und das ist die neue Liga der Kühltechnik, liebe Zuschauer. Das ist jetzt wirklich etwas absolut Sensationelles. Selbstverständlich wird man da im Bereich der Forschung, im Bereich der Technik nicht müde, da auch immer wieder nach Neuerungen zu suchen, zu gucken, was kann man tatsächlich noch in Sachen Kühlleistung bringen. Man kennt die Klassiker, Ventilatoren gibt es, glaube ich, seit gefühlt ungefähr 500 Jahren so ungefähr. Die machen aber wirklich nichts anderes, als nur die Luft umzuwälzen. Klimaanlagen, super. Wenn Sie eine Dachgeschosswohnung haben, ja, und haben einen Raum mit 20, 25 Quadratmeter und wollen den kompletten Raum runterkühlen, brauchen Sie eine Klimaanlage. Machen wir uns nichts vor, da geht kein Weg dran vorbei. Aber die Dinger, die haben natürlich einen ordentlichen Stromverbrauch und immer einen Abluftschlauch. Das heißt, du musst immer irgendwie dafür sorgen, dass über den Abluftschlauch die warme Luft nach außen geleitet wird. Unsere Luftkühler, liebe Zuschauer, haben das nicht. Und das eigentliche Prinzip der Luftkühler an sich mit dieser physikalischen Verdunstungskälte, mit dieser angenehmen Meeresbrise wird jetzt hier, und das finde ich so toll, dass die Forschung sich da weiterentwickelt, über ein sogenanntes Peltier-Element nochmal in der Wirkungsweise, in der gefühlten Wirkungsweise um ein Vielfaches verstärkt. Hier haben wir natürlich auch wieder diese Wasserverdunstung über die Wabenstruktur. Dadurch wird Wärme entzogen. Bevor das aber passiert bei so einem Luftkühler mit einem Peltier-Element, wird das Wasser aus dem Tank durch das Peltier-Element durchgeleitet. Und damit wird das Wasser automatisch schon mal um 8 Grad Celsius vorgekühlt. Das heißt, das Wasser, was hier verdunstet wird und das Wasser, dem die Energie und die Wärme entzogen wird, wird im Vorfeld per se schon runtergekühlt. Jetzt kommt die Verdunstungskälte noch mit dazu, beziehungsweise das Prinzip der Verdunstungskälte. Das heißt, weitere Wärme wird entzogen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Luft, die vorne rauskommt, noch mal ein paar Grad gefühlt kühler ist als bei einem klassischen Luftkühler. Und das ist sensationell und deswegen sprechen wir immer wieder gerne von der neuen Liga der Kältetechnik, liebe Zuschauer. Wenn Sie Luftkühler kennen,
wenn Sie sie schon mehr als einmal zu schätzen gewusst haben, davon bin ich felsenfest überzeugt. Wenn Sie das Prinzip schon großartig finden und sagen, Mensch, vielleicht noch mal einen zweiten fürs Schlafzimmer oder vielleicht noch mal einen für draußen für die Terrasse oder mal fürs Kinderzimmer, fürs Arbeitszimmer, probieren Sie mal die Peltier-Kühler. Die sind großartig, kosten vielleicht ein paar Euro mehr als ein klassischer Verdunstungsluftkühler, aber glauben Sie mir bitte, es lohnt sich, die Technik, die da drin steckt, ist sensationell. Ja, Sie werden sich jeden Tag freuen, ja. Sie werden jeden Tag davon profitieren und Sie werden jeden Tag sagen, Mensch, gut, dass ich zugegriffen habe und nicht zu lange gewartet habe, weil die sind ja immer so beliebt, die sind ja so schnell ausverkauft. Es lohnt sich also auch hier zuzugreifen, gerne auch zu kombinieren mit mehreren Modellen. Vor allen Dingen, man kann sie überall aufstellen, die haben ja keinen Abluftschlauch. Das heißt, ich kann sie auf den Balkon stellen, Garten, Terrasse, überall. Und gerade jetzt, wo es so heiß ist, man ist ja auch ganz gerne mal im Garten, um die Gartenarbeit zu machen oder zum Beispiel auch mal, um sich zu sonnen oder ein Buch zu lesen. Aber selbst draußen, da geht ja momentan kein Lüftchen, ne? Null, null. Die Luft, die steht, liebe Zuschauer. Wenn Sie jetzt dann abends dann doch mal irgendwann von mir aus nach einem schönen Abend auf der Terrasse mit Freunden, natürlich genießen wir das alle ganz besonders, wieder zurück in der heimischen Wohnung sind. Ja. Setzt man sich vielleicht noch mal aufs Sofa, möchte noch mal die Nachrichten schauen, schaut sich vielleicht noch mal den Film an, der von mir aus dann am Abend läuft. Ja, und dann stellt man fest, draußen ist es dann einigermaßen angenehm, vielleicht in Kombination mit einem Luftkühler oder auch ohne. Aber sobald Sie die Wohnung betreten, haben Sie festgestellt, die Luft hat sich nicht großartig verändert. Im Gegenteil, es wird immer schlimmer und immer stickiger. Dann werden Sie so einen Luftkühler lieben. Und da die so fantastisch sind und sich drinnen wie draußen einsetzen lassen, nehmen Sie den einfach mit. Ich behaupte, in den nächsten Monaten, die großen Sommermonate kommen erst noch, Juli, oh ja, August, das liegt alles noch vor uns. Also können wir uns noch auf ein bisschen Wärme einstellen, das ist vorsichtig formuliert, werden Sie den wahrscheinlich permanent mit dem Einsatz haben. Der steht auch auf Rollen, hat die praktischen Griffe mit dran, ist nicht wirklich schwer, ist denkbar leicht zu schieben. Also den kannst du wirklich von einem Raum zum anderen gerne auch mit nach draußen nehmen, was du in der Regel mit einer Klimaanlage nicht machen darfst das und kannst. Gerade wenn Sie auch mehrere Fensterfronten haben oder so ein Wintergarten oder so, das heizt sich ja so extrem auf, da sind solche Verdunstungsluftkühler Gold wert und ist ab gewissen Temperaturen geht es einfach nicht mehr ohne. Die großen Fensterfronten. Ja. Kennt man, wenn man im modernen Haus haben große Fensterfronten, im Wintergarten beispielsweise auch, da steht die Sonne den ganzen Tag drauf, liebe Zuschauer. Ich bringe mal gerne das Beispiel, meine Mutter hat früher mal gesagt, da muss die Rollade runter machen. Da bleibt die warme Luft draußen, bleibt es drinnen kühl. Na toll, jetzt haben wir endlich Sommer. Es ist schön, es ist bis spät in den Abend, ist es draußen hell. Wir haben jetzt gefühlt ein ganzes Jahr lang irgendwo nur drinnen gesessen. Jetzt wollen wir raus, jetzt wollen wir die Sonne genießen, jetzt wollen wir die Fenster aufreißen, jetzt soll es uns gut gehen. Und was macht man? Man macht die Rollade runter und sitzt den ganzen Tag im Dunkeln. Das kann es doch auch nicht wirklich sein, liebe Zuschauer. Ja? Machen Sie die Rollade hoch, machen Sie die Vorhänge auf, reißen Sie die Fenster auf. Das machen Sie mit keiner Klimaanlage der Welt, aber mit einem Verdunstungsluftkühler tun Sie es. Denn da bekommen Sie ganz einfach diese kühle Meeresbrise ab, die Sie haben möchten. Mit der Peltier-Technik noch mal um ein paar Grad gefühlt kühler als mit einem Verdunstungsluftkühler. Und das ist das Besondere, finde ich, an diesem Gerät und auch an dem nächsten, was wir gleich noch zeigen werden. NX1539 in die 569 ist die Bestellnummer für unseren Verdunstungsluftkühler mit Peltier-Element. Sehr schick sieht er natürlich auch noch aus, also optisch. Gerade so die Optik, ne, ist ja auch das immer ist ein wichtig. Leckerli hier, ne? Der das soll sieht ja nicht nur funktional aus, sein, soll ja auch schön aussehen. Und hier stimmt einfach beides und sogar der Preis, der stimmt. Also greifen Sie jetzt zu, die Bestellnummer, die NX1539 und die 569. Noch ist er verfügbar, war auch im letzten Jahr einer unserer beliebtesten Modelle hier im Sortiment. Natürlich auch verständlicherweise, weil wenn man schon sich für sowas entscheidet, dann sagt man vielleicht, ich will das Beste vom Besten. Und gerade mit diesem Peltier-Element, was für einen noch größeren Wirkungsgrad sorgt, da machen Sie einfach alles richtig, wenn Sie jetzt hier zugreifen. Kommt übrigens auch versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Also schnell sein lohnt sich definitiv. Und wir haben davon auch noch den großen Bruder, ne? Ja, und genau so ist es, liebe Zuschauer. Das ist momentan hier unser absolutes Flaggschiff im Bereich der neuen Liga der Kühltechnik. Das ist unser größter Verdunstungsluftkühler mit zusätzlichem Peltier-Element. Und alleine, wenn das Einschalten schon zum Spektakel wird, wissen Sie, Sie haben alles richtig gemacht. Dass Kristen begeistert ist, glaube ich, können wir gerade sehr schön sehen. Ich schalte ihn ganz einfach mal ein. Ja, mal gucken, habe ich ihn eingesteckt? Jawohl. Na, komm. Oh, nee, wow, Moment. Er fährt die Blende jetzt herunter. So, und jetzt guck mal hier. Zack, wow. Wie so ein Garagentor oder wie so ein Entree, ja? Da weiß eigentlich jeder, was jetzt gleich passiert. Jetzt gleich kommt die kühle Meeresbrise. Man kann es eigentlich kaum erwarten, bis es endlich losgeht. Ist natürlich zum Schutz gedacht. Das heißt, der Luft, die ganzen Lamellen, die da vorne sind, man kennt es von einem Ventilator, 2-3 Wochen stehen gelassen, da hängt dann Staub auf den Rotorblättern drauf. Wenn du den anmachst, kommt dir erstmal die ganze Soße entgegen. Das stimmt.
Hier ist ganz einfach der Luftauslass geschützt. Das bedeutet, hier ist eine Klappe drüber. Das heißt, den können Sie auch mal eine Woche oder zwei stehen lassen, wenn es vielleicht mal nicht ganz so heiß ist und Sie ihn nicht unbedingt einsetzen möchten. Er bleibt geschützt, bleibt staubfrei weitestgehend, sodass Sie dann, wenn es dann tatsächlich wieder heiß wird und Sie möchten ihn einsetzen, wirklich eine angenehme und saubere Luft haben. Ansonsten gleiches Prinzip. Peltier-Element heißt, das Wasser wird hier um ungefähr 8 Grad vorgekühlt, immer in Abhängigkeit von der Raumtemperatur. Dann kommt dieser Verdunstungseffekt. Diesem schon vorgekühlten Wasser wird noch mal zusätzlich Energie und damit Wärme entzogen. Das bedeutet, die Luft, die vorne rauskommt, ist noch mal ein paar Grad kühler. Und das ist wirklich messbar, liebe Zuschauer. Und da sind wir schon in einem Einzugsbereich, natürlich auch bei dieser Power, wo man locker mal 4, 5, 6 Meter von diesem Peltier-Luftkühler entfernt sitzen kann und trotzdem diese angenehme kühle Brise genießt. Ja, das ist die Meeresbrise, nur man muss eben nicht ans Meer fahren oder fliegen. Ne? Man hat sie jeden Tag zu Hause, so oft man möchte. Und jeder hat ja nun mal ein anderes Wärmeempfinden. Aber wenn Sie jemanden sind, der eh sehr sensibel darauf reagiert, der dann auch gleich Kreislaufprobleme bekommt, gibt es ja auch viele Menschen, dann ist sowas natürlich Gold wert. Ne? Ja, das darf man nicht unterschätzen. Also wenn du jetzt mal ein oder zwei Tage mit einer strammen Hitze hast, da steckst du noch mal weg, eigentlich egal in welchem Alter. Aber irgendwann, wenn dann also wirklich so 3, 4, 5 Tage hintereinander diese brüllende Hitze nicht eine einzige Stunde Entspannung mal bei dir hinterlassen hat. Das geht schon auf den Kreislauf. Da habe ich also auch schon mit zu kämpfen. Und ich glaube, so wohl wie sich diese Menschen hier an diesem wunderschönen Traumstrand fühlen, so möchten sie sich ganz einfach auffühlen. Also den Sand und den Strand und das Urlaubsfeeling können wir ihnen nicht nach Hause transportieren. Aber wir können dafür sorgen, dass sie vielleicht für einen kurzen Moment, wenn sie die Augen schließen und ihren Verdunstungsluftkühler einschalten, dann vielleicht doch mal an die schönen Momente denken, wenn Sie am Strand spazieren gehen bei 35 Grad und es kommt diese angenehme, kühle Brise vom Meer auf Sie zu. Und Sie stehen da und sagen, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass viele verreisen ja dieses Jahr nicht, die dann sagen, ich hole mir so einen Verdunstungsluftkühler und mache es mir zu Hause gemütlich, kaufe mir ein paar Palmen, mache vielleicht auch noch einen Cocktailkurs, ich mache es mir eben gemütlich, wer muss schon wegfliegen. Ich meine, wir mussten ja in diesem Jahr auf sehr vieles verzichten, aber auf Spaß und Erholung müssen Sie nicht verzichten. Das wird unser Sommer, das kann ich Ihnen versprechen, aber dafür müssen Sie erstmal zugreifen. Liebe Zuschauer, natürlich hat das Gerät, weil es ja unser Flaggschiff ist aus der Peltier-Technik, all die Vorzüge, die man natürlich auch in dieser Preisklasse erwarten darf. Das heißt, natürlich hat er eine Timer-Funktion, die Sie ganz komfortabel auf Ihre gewünschte Laufzeit einstellen können. Der hat einen flüsterleisen Nachtbetrieb, den man zustellen kann. Den werden Sie von der Geräuschentwicklung gar nicht wirklich wahrnehmen. Alles, was Sie wahrnehmen, wenn Sie im Bett liegen, ist diese angenehme, kühle Brise, die über Ihren Körper streicht. Für Sie und Ihren Partner sicherlich genau das, auf was Sie lange gewartet haben. Wir haben natürlich hier auch einen Luftreiniger mit dabei. Das Gerät hat schon einen Staubfilter vorinstalliert, aber eben nochmal zusätzlich den Ionisator. Sie können das alles unabhängig voneinander schalten. Sie können es gleichzeitig schalten. Der sorgt dafür, dass die Luft, die hier gekühlt rauskommt, im Vorfeld auch noch gereinigt wird. Besser kann es eigentlich nicht mehr sein. Nicht eigentlich, besser kann es nicht mehr sein. Und deswegen sollten Sie es einfach mal ausprobieren. Noch sind alle unsere Luftkühler lieferbar. Noch. Und die Erfahrung aus den letzten Jahren hat immer wieder gezeigt, dass gerade dann, wenn es soweit ist, wenn die strammen Temperaturen kommen, der Run drauf losgeht. Gehen Sie mal in den Elektronikfachmarkt und versuchen Sie mal einen Ventilator zu kriegen. Oh ja. Bei 2 Tagen 30 Grad raus, keine Chance mehr. Versuchen Sie mal eine Klimaanlage zu kriegen. Ganz egal, ob die 500 oder 5000 Euro kostet, es ist einfach nichts mehr da. Und auch wir haben schon große Mengen eingekauft. Der Run geht jetzt langsam los. Und Sie kaufen so ein Gerät nicht nur für die nächsten 2, 3 Monate, sondern für die nächsten Jahre. Mein Luftkühler zu Hause ist mittlerweile im 9. Jahr. Oh. Der schnurrt wie ein Kätzchen und hat mir schon so manche heiße Nacht sehr, sehr gute Dienste erwiesen. Also auch qualitativ kann ich die Geräte nur empfehlen. Wir sind in einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Eben, da kann man nichts falsch machen, wenn man dazu macht man alles richtig. Greifen Sie jetzt zu. Bestellen wir die NX1534 und die 569. Unser Verdunstungsluftkühler mit Peltier-Element. Und vor allem hier mit einem 10-Liter Wassertank, da muss man vor allem auch nicht so oft Wasser nachfüllen. Weil gerade im Sommer, da fällt einem ja alles schwer, selbst das Nichtsmachen. Und hier muss man gar nichts machen. Hier hat man eine bequeme Fernbedienung, man hat die Timer-Funktion, man kann also sogar schlafen und muss nicht nochmal aufstehen. Wobei, durch den Timer stellt das sich ja eh automatisch aus. Also so oder so, die Technik ist so gut durchdacht, also da kann man ruhig auch gerne mehrfach zugreifen. Ja. Man hat eben jedes Jahr daran Freude. Liebe Zuschauer, die Anzeige hier vorne, die zeigt die Temperatur hier im Studio an. Wir sind bei 26 Grad, zwischen 26 und 27 Grad schwankt das gerade. Ich habe jetzt hier mal den Supercooler eingeschaltet, also wirklich den Verdunstungsluftkühler, Peltier-Element, alles eingeschaltet, was man an Kühler haben kann. Ich glaube, Kristen hat so ein bisschen Gänsehaut, oder?
War nur gut gemeint, liebe Leute. Ja? Es, es ist doch schön, liebe Zuschauer, ganz ehrlich, wenn Sie jetzt da sitzen, so bei 28, 30 Grad und mehr, und auf einmal kommt so eine schöne, so eine schöne kühle Brise. Ja? Und Sie sagen sich, oh, ja, so eine Gänsehaut, so eine wohlige Schauer, die Ihnen über den Rücken geht, ist das doch genau in dem Moment die Erfrischung, die du haben möchtest. Die holst du dir ganz einfach nach Hause. Ja, wohlige Erfrischung auf Knopfdruck, die gibt es nur, wenn Sie jetzt anrufen, unter der Telefonnummer 0800 51 51 und 3x4. Diese Hotline ist selbstverständlich für Sie kostenfrei, aber seien Sie schnell. Wir hören gerade, das Bestellaufkommen heute ist extrem hoch. Viele bestellen auch gleich 2, 3 Stück. Oh, jetzt bekomme ich auch endlich mal ein bisschen was ab. Das ist auch eine Gänsehaut hier, guck mal. Genießen Sie den Sommer mal in vollen Zügen. Es lohnt sich definitiv. Wer jetzt zugreift, macht einfach alles richtig und kann definitiv diesen Sommer von dieser herrlichen Luft profitieren.